Ja, nehmen wir doch die Leiter. Wenn die Ellie mal herkommen würde. Olle Schrapnelle. Ich habe aber viele Teile zum Herstellen, ne? Als ob man sich da nicht festhalten könnte. Und auf geht's. Ellie. Ellie. Ist jetzt eine Ecke, was? Und was probiert. Die Leiter. Komm schon. Gut. Ach so. Entschuldigung. Vielleicht war sie ja kurz kacken. Weiß ja nicht. War der unangebracht? Aber nur ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten Part spielen will. Was ist los mit der? Das musst du dir ansehen. Was ist denn? War die schon mal in so einer Großstadt? Was zur Hölle? Ah, eine Giraffe. Soll das ein Scherz sein? War mir schon klar. Ist doch schön. Aber wie hat die Giraffe so lang? Gut, klar. Siehst du das? Fleisch. Ganz leise. Schon gut, schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Warum hat die da so viel? So einen roten Mund. Hallo. Das ist echt cool. Oh, wo ist sie hin? Hier, komm. Hinterher. Wo ist sie hin? Langsam, Kleine. Na, das bringt sie wenigstens auf andere Gedanken. Deswegen gehe ich nicht mit Kindern auf. In ein Zoo. Darf ich mich hier auch mal umsehen? Wir sind hier immer noch im Survival. Ja, das macht Sinn, ja. Gut, muss ich ganz ehrlich sagen, im Real Life habe ich, glaube ich, auch noch keine Giraffe gesehen. Sieh dir das an. Oh, ich muss einfach mal hin. Das werde ich machen im Urlaub. Hessen-Ticket ist ja sowieso bald. Ist ja sowieso bald aktiv. Mach ich einfach mal in den Zoo. Einfach mal in den Zoo fahren. Ich meine, wie teuer ist der Eintritt? 20, 30 Euro? Wir müssen das nicht tun. Doch. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy. Und die ganze Sache einfach vergessen. Wirklich? Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe... Obwohl, so ein Tiergarten würde mir auch ganz gut gefallen. Tiergarten haben ja keine, ich glaube, Tiergärten selbst halten ja nur heimische Tiere. Oder so Farmtiere. Wäre auch nicht schlecht. Hör zu, du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind... Kannst du das Ziel bestimmen? Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns.
Keine Lumpen, nichts, doch. Ein bisschen. Hier gibt's noch was. Ich habe halt von allem jetzt drei, ne? Ich war, glaube ich, in meinem Leben eins oder zweimal im Zoo. Ich wurde doch von einem Affen angespuckt. Vor einem Schimpansen. Das weckt Erinnerungen. Wie kommt? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah. Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Das fand ich halt immer so ein bisschen schade. Weil eigentlich hatte ich dem Affen ja damals nichts gesagt. Also es war halt so ein Schulausflug. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joe. Er hat in meine Richtung gespuckt. Schon okay, Ellie. Man hat mir den Mittelfinger gezeigt. Ich meine, getroffen hat er mich nicht, aber trotzdem. Fand ich halt ein bisschen schade, so. Was sagt das über uns Menschen aus? Wir müssen Tiere in Gefangenschaft halten und das Erste, was wir ihnen beibringen, ist Respekt und Mittelfinger zeigen und anspucken und allem drum und dran. Ich meine, die machen das ja nicht umsonst. Wie gesagt, er hat mich nicht mal getroffen. Ich habe doch eben den Hund gehört. Ja gut, Hund ist nicht so schlimm. Jawollinge. Werkbank Stuff. Quarantänezone, eine Karte, ist okay. Dann mal los. Nicht schlecht. Oh, Magazinkapazität. Das ist gut. So geht es doch. Auf jeden Fall. Jetzt gefällt mir die Waffe auch richtig gut. Ich muss halt nur gucken, ob ich hier noch irgendwas finde, aber ich glaube, der Shit war hier alle ziemlich... ziemlich zu. Hey Joel, ich hab was für dich. Was denn? Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Ja, die lernen das halt, ne? Sarah! Fußballkönigin, yay! Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Na? Vergessene, deine alte Stelle verpasst? Kann schon mal passieren. Mir gefällt es nur nicht. Der könnte noch fahren. Würde er versuchen, in den Panzer reinzukommen. Sind wir mal ehrlich. Oder bestimmt wieder so ein Endgegner. Ich weiß nicht, wie lang Seven Days to Die ist. Weil an sich, das Gameplay ist an sich ziemlich geil. Nicht Seven Days to Die, sondern Days Gone. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein. Die Fireflies. Ich bin ganz sicher.
Au. Ist viel laufen. Ich meine, okay, in einer normalen Apokalypse ist es jetzt auch nicht so. Immer so extrem. Voll gepumpt. Über die Mühe hier. Komm mal her hier, komm mal zu Mutti. Der muss doch schon längst tot sein. Ich habe es ein bisschen übertrieben, okay. Ja, die haben den Schall ein bisschen hochgesetzt, finde ich. Da stimme ich dir zu. So, Fertigungszeit, Heiltempo. Machen wir Heiltempo. Nee, dann nehme ich die Axt. Weil die Axt nämlich so ein One-Hitter. Geh nochmal zurück. Ich hol nochmal den Knüppel.
Hast du mich gerade beleidigt? Also Ellie, wir müssen über deinen Ton reden. So geht das nicht weiter. Das können wir einfach nicht bringen. Wie willst du denn später meine Familie haben? Ich meine, ich könnte es euch spoilern. Oh mein Gott. Das sind so viele. Ich weiß. Einfach weitermachen. So. Dürfen eigentlich gar nicht mehr so viele sein. Ich will es ja nicht sagen, aber... Flammenwerfer. Schon wieder Klicker gehört, oder? Ich rate, wir müssen da durch die Mitte hier. Das war nur zum Looten. Wenn ich jetzt noch ein paar Pfeile hätte, ne, dann... Bleib hier. Ich will zwar nichts sagen, aber what the fuck? So viel habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, das waren alle. Ich glaube, das stimmt. Ich liebe die Mollys. Ich liebe Molotow-Cocktails. Ich liebe sie so sehr. Ja, genau. Gewehr ist voll. Holy moly. Ich meine, ich hätte auch mit dem Flammenwerfer was richten können. Okay, kriegst du die Kiste darunter? Kein Ding. Ich muss nämlich nochmal Pipi machen. Kann ich hier schon Pause machen? Gut, ich muss nämlich Pipi machen.
Wir noch gar nicht. Ich habe bis auf die Pizza heute Vormittag um 11 habe ich heute noch nichts gegessen. Na, ein paar Nüsschen. Das ist halt. Danke. Ich finde es halt interessant. Ich meine, so diesen Studentenfuttermix mag ich ja ganz gerne. Ich habe auch kein Problem mit Rosinen. Aber ich finde es halt interessant, dass da mittlerweile mehr Rosinen drin sind als richtige Nüsse. Pass auf hier, das Wasser scheint tief zu sein. Hey, das machen wir, wenn es vorbei ist. Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Na toll. Na klar doch. Ich kann mich so dran erinnern, dass es früher nicht so, dass da früher eher so. Ich komme da nicht dran. Bin ja nicht durch. Bin jetzt drüben. Okay, Moment. Was da früher halt ein paar Rosinen drin waren. Aber jetzt. Halt fast nur noch. Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher. Es ist eisig. Tja. Wie wär's, wenn du mal den Hebel ziehst? Noch eine versperrte Tür. Wie wär's, wenn du mal den Hebel ziehst, du Hirni? Okay. Hier mit dem Fuß. Okay. Das Kind habe ich mir bei dem Studentenfutter. Na komm. Von der Mama. Habe ich mir bei die. Klar? Ja. Ich hab mich nur erschreckt. Oh, Mann. Wird echt Zeit, dass die vernichtet werden. Oh. Okay. Hat sich geklärt. Hat sich wirklich geklärt. Gut, das müssen wir jetzt zurücknehmen. Hab nicht gesehen, dass da ein Dingsbums hinten dran steckt. Auf jeden Fall habe ich meiner Mama immer früher die Rosinen, musste mir die Mama mühsam immer die Rosinen aus dem Studentenfutter raus.